Sie haben die Nacht im Freien verbracht, in Zelten bei Minustemperaturen, haben die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch nach Polen, nach Europa zu kommen und weiterzureisen nach Deutschland. Wir wollen nicht nach Polen, wir wollen nach Deutschland, richtig Deutschland, nicht Polen. 12.000 Soldaten sichern die Grenze nach Belarus. Truppenbesuch vom polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki. Journalisten sind nicht zugelassen. Die Bilder produziert die polnische Regierung lieber selbst. Wer hätte noch vor 1, 2, 3 Monaten gedacht, dass wir solchem Handeln entgegentreten? Das hat den Charakter von lebenden Schutzschilden, weil Lukaschenkos Regime Zivilisten als Waffe benutzt in diesem hybriden Krieg. Eine neue, perfide Art der Kriegsführung, auf die Polen sich eingestellt hat. Massiv hat es seine Streitkräfte verstärkt und in einer Sicherheitszone zusammengezogen. Was darin passiert, auch mit Geflüchteten, keiner weiß das genau. Fotos zeigen Menschen, die im Wald kampieren, von Polen zurückgeschickt, von den Belarussen nicht wieder ins Land gelassen. Leben im Niemandsland, ohne Winterkleidung, ohne Schuhe. Die EU mahnt. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass die polnischen Behörden mit dieser Situation angemessen umgehen, dass sie wirksam auf diese Bedrohung durch das Lukaschenko-Regime reagieren und gleichzeitig humanitäre Fragen und die Achtung der Grundrechte beachten. Tausende Migranten in Belarus an Europas Außengrenze, Spielball mächtiger Interessen. Auch das Lukaschenko-Regime weiß um die Macht der Bilder. Der Blick von oben offenbart die Ausmaße des Dramas. Tausende Flüchtlinge kampieren in der Region Grodno auf der Seite von Belarus. Ihnen gegenüber auf polnischem Boden stehen hunderte Polizisten in Kampfmontur. Die Grenze ist dicht. Die Menschen im Niemandsland sitzen fest. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht es weder vor noch zurück. Das Ziel der Flüchtlinge ist klar. Wir wollen nicht nach Polen, wir wollen nach Deutschland, nicht nach Polen. Die EU sagt, der belarussische Diktator Lukaschenko habe diese Menschen aus dem Nahen Osten einfliegen lassen und an die Grenze zur EU gebracht, um sich zu rächen wegen der EU-Sanktionen gegen Belarus. Lukaschenko wies diese Vorwürfe heute zurück. Er machte internationale Schleuserbanden für die Situation verantwortlich und drohte: Wenn wir einen falschen Schritt oder einen Fehler machen, dann wird Russland hineingezogen und das ist die größte Atommacht. Die amtierende deutsche Verteidigungsministerin erklärte während eines Truppenbesuchs in der Letzlinger Heide: Die Situation, mit der die polnischen Freunde konfrontiert sind, ist die Situation an einer Außengrenze, an einer EU-Außengrenze und hat damit natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Situation hier in Deutschland. Und deswegen ist es jetzt vor allen Dingen Aufgabe der Europäischen Union, von Frontex, hier für die gemeinsame Sicherung der Grenze zu sorgen. Ein Einsatz der Grenzschutzagentur würde das Dilemma aber nicht lösen. Flüchtlinge an Grenzen mit Gewalt zurückzuweisen, ist völkerrechtlich nicht zulässig. Dürften diese Menschen aber Asylanträge stellen, hätte Belarus mit seiner Erpressungsstrategie Erfolg.
Ja, tausende Migranten sind gestrandet. Größere Gruppen haben heute versucht, den Zaun zu durchbrechen. Unser Korrespondent Olaf Bock ist am geschlossenen Grenzübergang Kuschnitsa. Olaf, wie angespannt ist denn die Lage im Moment? Nun, die ist schon ziemlich angespannt. Also mittlerweile hat Polen hier 13.000 Soldaten und Grenzschützer im Einsatz. Das Gebiet hinter mir ist 3 Kilometer lang Ausnahmezustand. Da können weder Journalisten noch Hilfsorganisationen rein. Geplant ist der Bau einer festen Barriere. Grenzzäune sind ja schon verlegt, schon auf einer Länge von etwa 100 Kilometern. Eine feste Barriere soll entstehen, um eben zu verhindern, dass weitere Menschen Richtung EU kommen. Polen sieht sich schon hier als Verteidiger und Beschützer der EU-Außengrenze. Im Grunde wird ja darauf gewartet, dass Polen die EU um Hilfe bittet. Warum passiert denn das nicht? Naja, bisher sagen die Polen ganz klar, wir schaffen das alleine. Es waren ja eingangs 7.000, dann 10.000, jetzt 13.000 Menschen, die hier den Grenzschutz übernehmen. Man will die Barriere bauen, ich hatte es eben erwähnt. Man sagt, man kommt alleine klar. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex hat ja auch ihren Sitz in Warschau. Und mit denen haben wir gesprochen. Naja, die sagen, wir werden erst dann zum Einsatz kommen, wenn wir offiziell von Polen angefragt werden. Aber das klare Signal der polnischen Regierung ist bisher, wir kommen alleine klar, wir schaffen das hier. Olaf Bock in Kuschnitsa, vielen Dank. Fragen wir unseren Korrespondenten in Moskau, Christian Semm. Was will der belarussische Präsident mit den Flüchtlingen erreichen? Ja, Alexander Lukaschenko will damit vor allem erreichen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Belarus, dass die zurückgenommen werden. Die EU hatte die Sanktionen ja verhängt nach den umstrittenen Parlamentswahlen im letzten Jahr und dem massiven Vorgehen des Lukaschenko-Regimes gegen die Opposition und gegen Medien. Lukaschenko will jetzt den Druck auf Europa erhöhen und es ist ein, ja, kann man sagen, Erpressungsversuch nach dem Motto, entweder ihr redet mit mir und nehmt die Sanktionen zurück oder ich schicke euch tausende Flüchtlinge. Und das wird jetzt ausgetragen auf dem Rücken dieser Menschen, wir haben es im Beitrag gerade gesehen, die an der Grenze jetzt gestrandet sind. Welche Rolle spielt Moskau dabei? Ja, man kann davon ausgehen, dass hier in Moskau alles besprochen wurde mit Belarus, mit dem belarussischen Präsidenten, mit Alexander Lukaschenko. Der Austausch ist da sehr eng. Erst letzte Woche haben Lukaschenko und Putin miteinander gesprochen in einer Videokonferenz. Da ging es um den Unionsstaat zwischen Belarus und Russland, der geplant ist. Da gibt es immer wieder Gespräche und da hat Putin nochmal demonstrativ Lukaschenko den Rücken gestärkt. Und es gibt ja nicht mehr viele, die auf Lukaschenko noch einwirken können. Putin gehört sicherlich dazu, er könnte das machen, aber er macht das nicht. Er hat im Moment kein Interesse dran. Stattdessen laufen hier im Staatsfernsehen jetzt auch die ganze Zeit schon die Bilder der Grenze. Und man kann mal wieder ein Bild zeichnen von einem Europa im Chaos. Und Lukaschenko, wenn der mit dem Westen über Kreuz liegt, das kann hier in Moskau nur recht sein. Live aus Moskau, Christian Semm, vielen Dank.